Läuft? Schön. Ja gut. Mein Name ist Schigula. Thorsten Schigula. Und wir befinden uns hier in den Räumen von Transport. Also nicht Transport, sondern Trans-Sport. Irre was? Und wir beliefern alle möglichen Einrichtungen mit Sportgeräten aller Art. Vom Tennisball bis hin zur kompletten Sporteinrichtung. Wir stellen die nicht selber her, sondern die Kunden kommen zu uns, sagen, was sie haben wollen. Und wir organisieren das beim Hersteller und beliefern die Kunden. Ja. Und ich leite hier die Großkundenabteilung. Ich bin also quasi das wichtigste Pferd hier im Stall. Ohne mich läuft schon mal gar nichts. Tja, so sieht's aus. Komm, ich zeig dir mal und meine Abteilung. Ja, das ist die Frau Röse. Frau Röse. Was soll das? Na, die drehen hier einen Film über mich. Wir drehen einen Film über die Firma. Sag ich doch. Und da begleiten die mich jetzt einen Tag. Wir drehen einen Tag in der Abteilung. Ja, es ist doch egal. Jedenfalls habe ich Ihnen das so gesagt. Haben Sie nicht. Na, aber sicher, Frau Röse. Ist denn schon die Post da? Frau Röse ist unsere Empfangsdame und begrüßt die Kunden und bringt mir immer die Post. Hier sind ein paar Briefe und ein Einschreiben. Ein Einschreiben? Und da sitzen Sie noch so seelenruhig hier rum? Das kann doch was ganz Wichtiges sein. Aber das habe ich doch gerade... Verdammt nochmal! Wie oft habe ich Ihnen das schon gesagt? So schwer ist das doch wirklich nicht. Nein, jetzt sind die ja moralisch schon wieder hier. Frau Röse! Hallo, Frau Röse! Ach, lass dich doch in Ruhe. Und das ist die Corinna. Hallo. Corinna ist meine persönliche Sekretärin. Corinna, meine gute Seele. Das sind die vom Fernsehen, weißt du? Ja, das stand hier im Internet. Ja, was liegt denn heute an? Die Morgenkonferenz, wie jeden Morgen. Na klar, die Morgenkonferenz. Na, da wollen wir mal. Ja. Guten Morgen. Morgen. So, willkommen zur Morgenkonferenz. Wo ist denn die Tagesordnung, Leute? Die muss doch hier liegen. Das geht doch so nicht. Bitte schön. Ach ja. So, wer schreibt Protokoll? Der Herr Weppelfrickel. Ja. Eigentlich wollte ich heute gar nicht. Top 1, Tag der offenen Tür nächste Woche. Alle Abteilungen sollen sich was überlegen. Was machen wir da? Nicht, dass das wieder so ein Reinfall wird wie letztes Jahr. Die Abteilung vom Schröder macht wieder große Trombola und hat einen Clown für die Kinder. Da ist richtig Halligalli. Und bei uns ist tote Hose. Diesmal muss das richtig abgehen. Das muss krachen. Wir könnten ja eine Mondschau machen. Eine Mondschau. Eine Mondschau, wo sie alle nackt rumlaufen. Aber wenn sie alle nackt rumlaufen, ist es doch keine Modenschau mehr. Und was hat das denn mit unserem Laden zu tun? Nix, aber das ist denen doch egal. Hauptsache nackig. Wir könnten ja einen Prominenten einladen. Einen Prominenten? Das ist doch mal eine gute Idee. Gut, Seppel. Mein Name ist Seppelfricke. Bernd Seppelfricke. Ja, komm. Also einen Prominenten. Aber wir nehmen wieder. Die kosten ja ein Heidengeld. Wir können ja jemanden aus dem Dschungelcamp nehmen. Die sind bestimmt nicht teuer. Die Idee-Prominenten. Was ist das? Die Idee-Prominenten. Bata Illich. Was? Diese Schlagermumie. Der sieht doch aus, als wäre er schon 30 Jahre tot. Der ist schon 30 Jahre tot. Wie wär's denn mit Gina Wild? Wer ist Gina Wild? Alter, du hast auch noch nie eine Frau nackt gesehen, oder? Ich heiße Bernd Seppelfricke, nicht Seppel. Nur um das nochmal klarzustellen. Und ich bin hier in der Abteilung schon die Nummer 2, also der Vertreter von Herrn Schigula. Er ist hier der Fixpunkt, aber ich bin seine rechte Hand. Ich habe hier dann das Sagen, wenn er mal nicht da ist. Auch wenn das noch nie vorgekommen ist. Ach so, und das mit der Sache von vorhin, von wegen, dass ich noch nie eine nackte Frau gesehen habe, das stimmt ja auch schon mal gar nicht. Ich weiß noch ganz genau, als ich ungefähr 8 Jahre alt war, da hat meine Mutter mal vergessen, beim Duschen die Tür abzuschließen. Und dann bin ich da reingegangen und da hat sie sich gerade abgetrocknet. Ich weiß schon ganz genau, wie das aussieht bei einer Frau. Genau. Und dann rennt die hier oben ohne übers Parkett und führt die neuen Basketbälle vor und macht Dehnübungen und so. Dann ist aber keiner mehr bei Schröders Tombola. Dann rennen die uns hier die Bude ein. Ha! Glauben Sie wirklich, dass das so eine gute Idee ist? Aber sicher. Guten Morgen. Ach, die Frau Czakma. Guten Morgen. Herr Schigula, Sie wissen Bescheid wegen der Sportgerätelieferung an das Leistungszentrum für Jugendturnen? Was? Ja, läuft. Die Frau Albrecht war mehrfach hier wegen der konkreten Geräteauswahl. Ich erwarte, dass da heute alles glatt geht mit der Lieferung. Immerhin ist die Frau Albrecht eine Neukundin, die wir unbedingt halten wollen. Sie vertritt die Leistungszentren in Niedersachsen, Thüringen und Hessen. Und morgen haben die länderübergreifendes Sportfest. Da kommt sogar der Innenminister. Kommt er mit? Da muss heute alles glatt gehen mit der Lieferung. Wir haben keine Zeit nachzuliefern, wenn da irgendetwas nicht klappt. Ja, ich sag doch, das läuft. Gut. Und was ist mit unserem Tag der offenen Tür? Haben Sie da endlich Ideen entwickelt, wie sich Ihre Abteilung präsentiert? Da sind wir schon fleißig dabei, nicht? Genau.
Gina Wild soll kommen, oben ohne übers Parkett laufen und die neuen Basketbälle präsentieren. Wie bitte? Ach ja, Dehnübungen soll sie auch noch machen. Herr Shigula, was soll das? Was sind denn das für pubertäre Fantasien? Ja, wir dachten, so kriegen wir auch mal die jüngeren Leute zu uns. Herr Shigula, das ist widerlich. Sie kommen bitte nachher in mein Büro. Sag mal, deine Eltern sind auch Geschwister, oder? Nee, wieso? Du kannst doch nicht sagen, dass wir eine nackte Pornodarstellerin auftreten lassen wollen! Aber sie haben doch selber gesagt... Sie haben gesagt! Wer hat eigentlich diese bescheuerte Idee von wegen Gina Wild? Das war der Herr Opitz. Ja, hallo, das war ein Witz. Ja, ich lach mich gleich tot! Doch, Konferenz beendet! Aber wir müssen noch... Wir müssen gar nichts! Ich muss gleich ins Büro von der Chuckmark! Verdammt nochmal! Und du geh mir auf den Weg mit deiner Scheißkamera! Engelarschenfrön! Ja, ich heiße Ralf Opitz und arbeite hier seit 4 Jahren. Ich bin für die Kommissionierung zuständig. Also für die Zusammenstellung der Sportgeräte im Versand. Zusammen mit Seppel, also Bernd Seppel Frigar, wir nennen ihn hier alle Seppel. Ich kann nicht gerade sagen, dass es hier mein Traumberuf ist. Eigentlich wollte ich auch lieber was mit Autos im Außendienst machen. Aber irgendwie hat das nie geklappt. Dafür muss man auch noch Mechatroniker lernen. Und dafür bin ich einfach in Mathe und Physik zu schlecht. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll und habe erstmal zu Hause abgehangen. Dann haben meine Eltern rumgestresst, ich soll mich bewerben und nicht immer nur zu Hause rumhängen. Und dann habe ich mich hier beworben und habe hier gelernt. Nun bin ich hier hängen geblieben. Aber nicht für immer, das sage ich euch, nicht für immer. Warum ich? Warum muss mein Job so anstrengend sein? Die Post kommt 3-mal am Tag und jedes Mal muss ich die zu Herrn Shigula bringen. Kann die nicht 1-mal am Tag kommen? Bei mir zu Hause kommt die doch auch nur 1-mal am Tag. Und da ist für mich eigentlich so gut wie nie was dabei. Und wenn, ist es Werbung oder die Frau im Spiegel. Die habe ich nämlich abonniert. Da sind so tolle Diäten drin. Jedenfalls ist doch klar, dass ich da mal ein Einschreiben vergesse. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Und dann muss ich auch noch die ganzen Kunden empfangen. Ich bin das erste Gesicht, was man in unserer Firma sieht. Ich bin quasi das Aushängeschild. Ja, das geht mir schon sehr auf die Nerven. Diese ständigen Anspielungen und diese Anmachen. Klar, er ist mein Chef, aber dieses Antatschen und die Bemerkungen, es geht mir schon mächtig auf den Keks. Oh, Corinna, du bist genau die Richtige hier im Sportvertrieb. Mit den Bällen. Der Typ denkt nur an diese einen Schablone und merkt gar nicht, wie peinlich das ist. Aber nicht mehr lange. Ich habe einen neuen Job beim Einwohnermeldeamt. In gut 3 Monaten bin ich weg. Muss ich Shigula noch sagen. Der Typ ist krank. Einfach krank. Hallo, Herr Grimme. Guten Tag, Frau Chuckmark. Dann wollen wir mal was? Bitte. Bitte setzen Sie sich doch. Ach so, Sie wollen ja auch noch mit. Wir haben gerade das Fernsehen im Haus. Ich hoffe, das stört Sie nicht bei unserem Gespräch. Nein, ist nur ein bisschen ungewohnt. Gut. Möchten Sie denn immer noch bei uns eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann machen? Ja, gerne. Ja, sonst wären Sie ja nicht noch einmal hier, nicht? Also, unser letztes Gespräch hat mir sehr gut gefallen. Deshalb sind Sie jetzt in der ganz engen Auswahl. Ja, eigentlich sollte der Herr Shigula ja auch hier sein, weil die Stelle ja in seiner Abteilung ist. Aber dann fangen wir doch einfach schon mal an, nicht? Wie gesagt, ich kann mir das mit Ihnen bei uns sehr gut vorstellen. Habe aber noch ein paar Fragen, ja? Ja, gerne. Mir ist in Ihren Unterlagen aufgefallen, dass Sie erst die Hauptschule besucht haben und den Realschulabschluss dann später erst nachgeholt haben. Genau, nach der Hauptschule habe ich den Realschulabschluss in der Abendschule gemacht. In der Abendschule? Ja, tagsüber habe ich gejobbt, meine Eltern konnten mich nicht unterstützen und dann habe ich halt tagsüber Geld verdient und abends Schule gemacht. Donnerwetter, alle Achtung, Herr Grimme. Tja, Ihre Noten sind ja auch alle ganz in Ordnung, nur in Erdkunde und in Kunst, da sieht es ja nicht ganz so gut aus. Ja, da will ich gar nicht drum rumreden. In Erdkunde habe ich die letzte Arbeit leider völlig versemmelt. Und das konnte meine gute mündliche Mitarbeit auch nicht mehr rausreißen. Und im Malerischen war ich noch nie gut. Das liegt mir einfach nicht. Für Strichmännchen reicht es ja gerade noch. Aber ein zweiter Picasso wird aus mir wohl nie werden. Ja, das erwarten wir zum Glück auch nicht. Jetzt haben wir Ihre Schwächen ja gleich aufgedeckt, was? Wo sehen Sie denn Ihre eigenen Stärken? Ich denke, dass ich ein guter Teamplayer bin. Und es macht mir Spaß, mit anderen zusammenzuarbeiten und Probleme in der Gruppe zu lösen. Und wie stellen Sie sich Ihre Tätigkeit bei uns vor? Ich habe ja schon 3 Praktika in dem Bereich gemacht,
zuletzt in der Deutschlandzentrale von Nike in Frankfurt. Das ist ja spannend. Nike ist doch erst vor ein paar Jahren nach Frankfurt gegangen, oder? Ja, das war zur WM 2006. Das war wirklich toll da. Warum haben Sie denn Ihr Praktikum da gemacht? Sie wohnen ja eigentlich in Volkmarshausen. Weil Nike der Marktführer ist und die neue Zentrale das Nonplusultra im Sportmarketingbereich ist. Ich dachte ja selbst, dass ich ja wohl kaum eine Chance habe, hineinzukommen. Aber ich habe es einfach mal probiert und dann hat es ja geklappt. Und gewohnt habe ich bei meiner Tante. Was haben Sie denn da konkret gemacht? Bei meiner Tante? Nein, bei Nike. Da habe ich in verschiedene Abteilungen reingeschnuppert. Am besten fand ich Produktentwicklung und Vertrieb. Und warum haben Sie sich bei uns beworben und nicht bei Nike? Weil ich schon langfristig hier in der Gegend bleiben möchte. Und Ihre Firma hat ja auch einen sehr guten Ruf, auch was das Arbeitsklima angeht. Das finde ich nämlich ganz wichtig. Und ich habe mich letztens im Internet informiert und finde es sehr spannend, dass Sie so breit aufgestellt sind und nicht so in einer Sparte. Es ist uns wichtig, dass auch schon Auszubildende früh Verantwortung übernehmen. Trauen Sie sich denn zu, ein eigenes Projekt zu leiten? Unter der Aufsicht des Abteilungsleiters natürlich. Was wäre denn sowas? Ja, zum Beispiel beim Neubau eines Kindergartens, den Sportbereich zu planen und einzurichten. Ja klar, das wäre toll. So, Herr Kammer, haben Sie vielleicht noch Fragen an mich? Ja, ich wollte fragen, ob Sie feste Arbeitszeiten haben oder auch Gleitzeit. Also, wir haben eine Kernarbeitszeit von 9 bis 15 Uhr. Die verbleibenden anderthalb Stunden sind gleitend. Sie können ab 7 Uhr anfangen und wir schließen um 17 Uhr. Allerdings, was die Arbeitszeiten angeht, sind Sie erst an die Weisung Ihres Vorgesetzten gebunden. Ja, das ist klar. Mich hat nur interessiert, wie das hier grundsätzlich ist. Und an einem Tag wäre dann Berufsschule, nehme ich an? Ja, da gibt es aber keine Gleitzeit. So, Herr Grimmel, dann danke ich Ihnen für das angenehme Gespräch und ich sage mal, Sie haben die Stelle. Willkommen an Bord. Ehrlich? Danke! So, da bin ich. Wollen wir anfangen? Schüler, wo kommen Sie denn jetzt her? Ja, ich hatte noch eine Auseinandersetzung mit einer Putzfrau, weil die sind echt zu vor, sich auch mal zu bücken. Ja, ehrlich, meine untere Ablage wird nie abgestaubt, da sieht es aus wie Sau. Und das kann ich echt nicht akzeptieren. Wer ist das eigentlich? Das ist Herr Grimmel, der neue Auszubildende in Ihrer Abteilung. Steht das schon fest? Eigentlich schon. Da muss ich aber sagen, habe ich meine Bedenken. Was? Ja, also, der erste Eindruck ist schon mal nicht so gut. Sind Sie Vegetarier? Wie bitte? Herr Schigula, was soll das? Ja, weil Leute, die viel Fleisch essen, sind grundsätzlich erstmal aggressiver. Das kann schon das Betriebsklima ein bisschen belasten. Als Chef ist Menschenkenntnis das A und O. Du musst auf den ersten Blick sehen, kann der was oder ist das eine Pfeife? Blitzschnell musst du das entscheiden können. Man kann das auch nicht lernen. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich hab's. Aber Sie essen doch selbst Fleisch. Ja, ich bin auch eine Führungskraft, ein Alpha-Tier sozusagen. Das Durchsetzungsvermögen ja ganz wichtig. Aber wenn schon jeder Stift meint, dass ich... Herr Summe, gehen Sie doch bitte zu unserer Empfangsdame Frau Böse. Sie zeigt Ihnen, wo Sie Ihren Ausbildungsvertrag bekommen. Ja, gerne. Alles klar, Herr Summe, auf Wiedersehen und alles Gute hier bei uns. Dankeschön. Sagen Sie mal, Herr Schügula, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Wieso? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? So, ich glaube, das machen wir jetzt mal ohne Kamera. Sind Sie Frau Röhle? Wieso? Mein Name ist Thomas Grimm, ich fange hier eine Ausbildung an. Hier bei mir? Nein, in der Abteilung von Herrn Schigula. Ja, was habe ich damit zu tun? Frau Czakmak meinte, Sie würden mir zeigen, wo ich meinen Vertrag bekomme. Dann müssen Sie zu Frau Schuhalter gehen, die Assistentin von Herrn Schigula. Und wo finde ich die? Da im Büro. Hier arbeiten ja alle im Büro. Außer mich! Aha, dann gehe ich mal dahin. Guten Tag. Hallo, sind Sie Herr Grimmer? Ja. Ich habe eben eine Mail bekommen, dass Sie Ihren Ausbildungsvertrag abholen wollen. Leider habe ich jetzt ein kleines Problem am Computer. Ich werde Ihnen den zuschicken. Ein Computerproblem? Ja, immer wenn ich unsere Lagerbestandsaufstellung öffne, reagiert mein Programm nicht mehr. Ich kann das Dokument nicht bearbeiten und nicht ausdrucken. Und jetzt kann ich gar nichts mehr ausdrucken. Ich fürchte, die ganze Aufstellung muss neu gemacht werden. Das dauert ewig. Oh, das kenne ich. Haben Sie mal probiert, sich die Datei als Anhang selbst zu mailen und dann im Mailprogramm zu öffnen? Weil dann ist sie im Browser gespeichert. Manchmal geht das. Ach echt? Dann probiere ich das doch gleich mal. So, jetzt senden. Nachrichten abrufen. Tatsächlich, da ist es.
Danke, jetzt komme ich an die Daten ran. Na, Sie kennen sich aber aus. Ja, das Problem hatte ich auch mal. Da habe ich einfach ein bisschen rumprobiert. Ach so. Soll ich Ihnen vielleicht mal die Abteilung zeigen? Ja, das wäre toll. Ja, dann kommen Sie doch mit. Na dann. Also ich hatte eben noch ein Gespräch mit der Frau Tschakmak und da haben wir nochmal über alles gesprochen. Da gab es ja ein wenig Klärungsbedarf. Und dann ging es auch nochmal um diese Gina White-Sache. Da habe ich dann natürlich gesagt, dass das natürlich nur ein Scherz war. Komisch, die hat gar nicht gelacht. Aber diese Orientalen, die sind ja auch total verklemmt, die haben gar keinen Humor. Das liegt daran, dass die alle Magengeschwür haben. Ja ehrlich, weil die immer zu scharf essen. Und ich war da auch mal im Urlaub, schön all-inclusive in Belek. Ja, ich war in Belek. Und das Futter konntest du da echt nicht essen. Und die essen das ja seit 1000 Jahren. Und da ist natürlich der komplette Bauch zerfressen. Da lacht man dann auch nicht gerne. Jetzt kommt da noch so eine halbe Milz mit raus. Sind Sie Herr Schruder? Wieso? Was? Ja, bin ich. Thorsten Schigula. Mein Name ist Albrecht. Ich habe Ihr Sportgerät bestellt. Albrecht. Vom Leistungszentrum für Jugendturnen. Ach, die Frau Albrecht. Schön, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Für Sie vielleicht, für mich nicht. Nicht? Wissen Sie, was wir bei Ihnen bestellt haben? Ja, da müsste ich dann erstmal. Wir haben bei Ihnen für die Anlage unserer neuen Turnhalle 80 Sprossenwände und 12 Paar Turnringe bestellt. Schön! Schön! Wissen Sie, was wir bekommen haben? 18 Paar Schwimmflossen und 12 Tauchringe! Na, sowas. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Na, sowas? Ja, da muss sogar verwechselt worden sein. Ich meine, Sprossenflossen, das kann doch mal passieren. Wir haben morgen unser großes Turnfest. Schwerpunkt Ringe und Bohnen. Bis dahin muss das unbedingt korrigiert werden. Ich fürchte, das geht nicht. Was soll das heißen? Ja, gute Frau, wo soll ich denn heute 18 Sprossenwände und 12 Paar Turnringe herbekommen? Ich bin nicht Jesus, der aus Flossen Sprossen macht. Was redet denn da? Sind Sie geisteskrank? Was sollen wir denn morgen machen? Ganz wichtig für eine Führungskraft ist, dass man Probleme ratzfatz erfasst. Du musst dich in den Kunden hineinversetzen, du musst mit dem Kopf des Kunden denken und sofort eine Lösung aus dem Hut zaubern. Dann geht ihr hier nämlich raus und sagt, boah! Der Schigula, der hat's drauf. Der löst dir aber wirklich jedes Problem. Einfühlungsvermögen, das brauchst du. Und das ist natürlich einer meiner ganz großen Stärken. Dann verschieben Sie doch einfach Ihr Turnfest um 14 Tage. Verschieben? Da ist Presse und Fernsehen. Wissen Sie, wie schwer es den Innenminister zu so einer Einweihung zu bekommen? Das muss morgen über die Bühne gehen. Fluten Sie Ihre Turnhalle und machen Sie ein Schwimmfest. Was? Ja, wenn Not am Mann ist, dann muss man auch mal umdenken können. Ich meine, Schwimmflossen und Tauchringe haben sie. Außerdem sieht man dann gleich, ob die Wände dicht sind oder ob die Handwerker gefuscht haben. Hm? So, das ist die Küche und gleichzeitig der Sozialraum. Das ist der Herr Opitz. Thomas Grimme. Ralf Opitz. Ich fange als Azubi hier an. Hier bei uns in der Abteilung? Na, viel Spaß. Wieso? Das wirst du schon sehen. Mahlzeit. Hallo, ich bin Thomas Grimme und fange am Montag einen Lehrer an. Aha. Ja, mein Name ist Bernd Seppelfricke und ich bin hier der stellvertretende Abteilungsleiter. Ja, aber aus der Hinweis hier keiner, dass er der stellvertretende Abteilungsleiter ist. Das steht in meinem Arbeitsvertrag. Ja, ist klar. Ich kann dir gerne meinen Arbeitsvertrag zeigen. Wo ist denn mein Joghurt? Jedenfalls wäre der Feueralarm nicht nur eine Übung gewesen, dann wären wir jetzt alle tot, der stellvertretende Abteilungsleiter. Was kann ich denn dafür, wenn die Fluchtpläne alle falsch hängen und wir im Heizungskeller landen? Ist das mein Joghurt? Das ist mein Joghurt, gib den her! Bitteschön. Ja, jetzt ist der leer. Du kannst doch nicht einfach meinen Joghurt essen. Dann schreib halt Seppel drauf, dann esse ich den noch nicht. Na, warte. So, jetzt pass mal auf. So, dann schreib halt Opitz drauf, dann passiert sowas doch nicht. Das ist nicht mein Sandwich. Was? Das gehört Schigula. Scheiße. Ich zeig ihm mal den Rest der Abteilung. Sagen Sie mal, Herr Schigula, die Frau Albrecht hat mich eben gerade angerufen. Stimmt das, dass die Lieferung hinten und vorne nicht stimmt? Naja, hinten und vorne kann man ja nicht sagen. Ich meine, Tauchring, Turnring, Sprossen, Flossen, das sind ja nur minimale Verwechslungen. Jetzt reicht es mir aber endgültig, Herr Schigula. Erst versauen Sie die Lieferung und dann werden Sie auch noch pampig zur Kundin.
Wenn die Frau Albrecht morgen nicht die gewünschten Geräte in der Halle hat, dann wird das Konsequenzen haben. Das sage ich Ihnen aber. Das kann ich gut verstehen, Frau Schackmark. Das kann ich gut verstehen. Ich habe auch schon zu meinen Leuten gesagt, wenn die das nicht hinbekommen, dann rollen Köpfe. Da kann ich nichts mehr für sie tun. Sie sind dafür verantwortlich, Herr Schigula. Sie und nicht irgendeiner Ihrer Mitarbeiter. Sowas kann man nicht delegieren. Sie sind der Abteilungsleiter, also müssen Sie auch dafür gerade stehen. Heißt das, mein Weihnachtsgeld wird gestrichen? Schließlich wusste ich ja gar nicht. Sie wussten ja gar nicht. Sie selbst haben den Auslieferungsschein doch unterschrieben. Habe ich nicht. Ist das Ihre Unterschrift? Darf ich mal sehen? Ja, das ist meine Unterschrift. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was das ist. Soll das heißen, Sie unterschreiben Dokumente, ohne sie sich vorher mal durchzulesen? Das kann ich jetzt machen. Das mache ich jetzt. Sie haben hier höchstpersönlich Schwimmflossen und Tauchringe angewiesen. Für eine Turnhalleneinweihung. Tatsächlich. Das hier am Ding. Wenn das bis morgen nicht in Ordnung ist, Herr Schula, dann rollt Ihr Kopf. Nicht irgendeiner Ihrer Mitarbeiter geht dann, sondern Sie höchstpersönlich. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Das ist der dritte Block an einem einzigen Arbeitstag. Erst die Sache mit Gina White, dann erscheinen Sie nicht zum Vorstellungsgespräch und dann sagen Sie, Frau Albrecht, sie soll Ihre Turnhalle fluten. Es reicht. Ist noch was? Nein, ich leg das dann mal hier hin. Tschüss, Frau Schackmark. Also, der Herr Schigula ist Abteilungsleiter, der Herr Seppelfricke ist sein Stellvertreter und der Opitz ist ganz normaler Mitarbeiter. Genau. Und an wen wende ich mich, wenn ich Fragen habe? Es ist so, Schigula ist zwar Abteilungsleiter, hat aber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ob Sie den fragen oder den Briefkasten, kommt aufs Gleiche hinaus. Seppelfricke ist Psychopath, haben Sie eben gesehen. Und Opitz ist der faulste Mensch der Welt. Der macht nur genug, um nicht hier entlassen zu werden. Und Opitz und Seppel sind wie Katz und Maus. Opitz ärgert Seppel den ganzen Tag und Seppel springt immer drauf an. Die sind wie Achtjährige. Ach so. Wenn Sie Fragen haben, gehen Sie einfach direkt zu Frau Schackmark. Die ist total in Ordnung. Oder Sie kommen einfach zu mir. Ich helfe Ihnen, wo ich kann. Ich zeige Ihnen mal das Gemeinschaftsbüro, wo Sie gleich also dann auch arbeiten werden. Du musst gar nicht glauben, dass ich das nicht merke. Was denn? Dass du mich hier mit diesem Kügelchen... Mann, komm auf, Seppel! Ich hatte Unrecht. Die sind wie Vierjährige. Willst du, wo ich gerade herkomme? Nein. Ich komme gerade von der Schackmark! Ja, super! Was? Die Post ist da. Scheiß auf die Post! Ihr habt alle Mist gebaut, und zwar jeder einzelne von euch. Was ist denn passiert? Was passiert ist? Die Albrecht hat Schwimmflossen und Tauchringe statt Sprossbänder und Turnringe bekommen. Das passiert. Und jetzt haben die eine leere Turnhalle und können morgen für den Innenminister Gummitwist spielen, weil sonst nichts da hast, du Hörni. Und jetzt zu spät, das noch zu liefern. Darf man telefonieren? Ja klar, kommen Sie mit. Aber was können wir denn dafür? Ihr habt die Sachen doch rausgeschickt. Wollt ihr euren Job verlieren? Da müsst ihr jetzt sofort Sprossmänner und Turnringe, sonst rollen ihr Köpfe. Das hat mir die Schackmark selbst gesagt. Wer hat denn den Lieferschein unterschrieben? Ja, ich! Aber ihr müsst mir doch sagen, ob das wichtig ist. Ich unterschreibe doch alles wirklich hier in diesem Saftplan. Wenn ich mir das alles durchlesen würde, würde ich ja nichts anderes machen. Und außerdem kann ich ohne Brille sowieso kaum was erkennen. Und tragen Sie dann keine Brille? Weil das scheiße aussieht! Guckt ihr doch Seppel an! Ach, leck mich doch! Was ist denn jetzt mit der Post? Lass sie den Satz durchziehen! Aber ich unterschreibe wenigstens nicht blind, was man mir hinlegt. Also, wenn ich das richtig sehe, dann ist Schigula derjenige, der hier gehen muss. Und dann wird ja wohl aus dem stellvertretenden Abteilungsleiter ein richtiger Abteilungsleiter. Nein, wenn es einen Gott gibt, wird er das nicht zulassen. Du wirst schon sehen. Also, ich habe eben mit einem Zulieferer telefoniert, den ich bei Nike kennengelernt habe. Er kann uns kurzfristig aushelfen, Frau Albrecht zu beliefern. Allerdings müssen wir was draufzahlen, weil das jetzt mit einem gestarteten Wagen aus Süddeutschland geliefert wird. Das ist völlig egal. Hauptsache Frau Albrecht bekommt ihre Sachen und bleibt unsere Kundin. Kann ich das jetzt zusagen? Ja, bitte. Okay.
Ach, Herr Grimme? Ja? Gut gemacht. Sie haben uns da wirklich aus einer ganz schwierigen Situation geholfen. Danke. Passt halt gerade. Glück gehabt. Mit Glück hat das nichts zu tun. Glück haben nur wir gehabt, dass wir uns für Sie entschieden haben. Und das 5 Tage, bevor du hier überhaupt anfängst, das ist echt der Hammer. Dich können wir ja gut gebrauchen. Entschuldigung, Sie können wir ja gut gebrauchen. Ja, von mir aus können wir auch beim Du bleiben. Von mir aus auch. So, da zeige ich euch doch mal, was aus unserem Laden so geworden ist. Eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. Frau Röse sitzt immer noch am Empfang. Und Frau Czakmak ist immer noch die Chefin hier im Laden. Opitz und Seppelfricke sind natürlich auch noch da. Das ist nicht witzig! Mach mich jetzt endlich los! Ich bin hier immerhin der stellvertretende Abteilungsleiter. Das ist überhaupt nicht witzig. Wer bei der Büroarbeit einschläft, den soll man fesseln. Hast du selber gesagt. Und das gilt für alle. Auch für den stellvertretenden Abteilungsleiter. Wir haben jetzt auch einen neuen Abteilungsleiter. Vom Lehrling direkt zum Abteilungsleiter. Das soll ihm einer nachmachen. Meine Kündigung habe ich gerade noch rechtzeitig zurückgezogen. Bei dem Chef wäre ich aber auch dämlich. Ich bin jetzt übrigens auch zu Hause seine persönliche Sekretärin. Naja, das ist wohl eher andersrum. Und was ist mit Herrn Cigula? Ach, den hätte ich fast vergessen. Kommen Sie mal mit. Ach, ihr seid nochmal da. Schön. Ja, das ist mein neuer Arbeitsplatz. Ich wollte nochmal was ganz Neues machen in der Abteilung. Da fehlt mir irgendwann der Reiz. Ja, und hier habe ich eine ganz neue Herausforderung. Zwar nicht so gut bezahlt wie vorher, aber hier habe ich das komplette Lager unter meinen Fittichen. Und das Lager ist ja bekanntlich das Herz des Unternehmens. Wenn hier was nicht läuft, dann ist aber Land unter. Also bin ich quasi das wichtigste Pferd hier im Stall. Sag mal, Thorsten, wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Das hier, das sind die Polsterungen für die Kampfsportwesten, nicht für die Gymnastikmatten. Das kann doch nicht wahr sein. Das hast du doch letzte Woche erst falsch gemacht. Da kam die ganze Lieferung zurück. So blöde kann doch gar keiner sein. Du hast doch gerade erst eine Abmahnung gekriegt. Meine Fresse. Was ist das hier für ein Scheiß? Ja, jetzt ist auch mal Schluss. Was? So, das ist unsere Küche und gleichzeitig der Sozialraum. Das ist der Herr Opitz. Schönen guten Tag, Tim Barth. Ralf Opitz. Aber ich unterschreibe wenigstens nicht blind, was man mir hinlegt. Also, wenn ich das richtig sehe, dann ist Figula derjenige, der... Entschuldigung. Aber jetzt so doof gegrinst. Ich weiß noch ganz genau, als ich ungefähr 8 Jahre alt war. Da hat meine Mutter mal vergessen, beim Duschen die Tür abzuschließen. Und da bin ich dann da reingegangen und da habe ich sie gerade abgetrocknet und da stand sie da. War schon ganz... Ich sie gerade Das zeigst du aber am Ende nicht, oder? Soll das heißen, Sie unterschreiben Dokumente, ohne sie sich vorher einmal durchzulesen? Das kann ich ja jetzt machen. Doch mal jetzt. Der muss noch was sagen. Nee. Nein? Oh, Entschuldigung, ich muss kurz lachen. Okay. Es geht mir schon mächtig auf den Keks. Oh, Corinna, du bist genau richtig hier im Sportvertrieb. Mit den Bällen. Okay, der Sportvertrieb, ne? Ja, da bin ich wieder ein bisschen mit, ne? Egal, wir machen neuen. Sind Sie der Schula? Wieso? Was? Ja. Ach, 18 Paar Schwimmflossen und 12 Tauchringe! Na, sowas. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Das sowas? Ja,
bin ich raus. Da muss sowas verwechselt worden sein. Da muss so, ja, Sprossen und Flossen. Was ist denn jetzt mit der? Scheiß auf die Post! Wie kannst du dir sonst wohin stecken, na? Statorenringe und Sprossenwände bekommen! Das ist los! Und jetzt können die Gummitwist für den Innen. Morgen ist das Turnfest und danach. Nein. Nein. Ich komme gerade von der Chuckmark! Ja, super! Was? Und dann rennt ihr oben ohne übers Parkett und führt die neuen Basketbälle vor. Und macht Dehnübungen und so. Dann ist aber keiner mehr bei. Oh, ich krieg sie hin. Für die Einweihung unserer neuen Turnhalle 18 Posten. Jetzt hab ich mein Text vergessen. Sorry. Ja. Schreib halt Opitz drauf, dann passiert sowas auch nicht. Das ist nicht mein Sandwich. Was? Das gehört Cigulla. Scheiße. Ich zeig ihm mal den Rest der Abteilung. Scheiße.